Auf in die süße Freiheit! Was zur Hölle? Ah! Nicht auf uns, auf andere! Ach so! Wir sind beim Kloakenknast unterwegs. Oh, falsche Richtung, oder was? In der Tat, falsche Richtung. Beeilung, ihr Wichser, schneller! Was? Habt ihr irgendwas zerstört oder was? Weiter! Hier das Auto. Der Arme. Und das ging ja schnell. Das ging relativ flux. So, was haben wir noch? Nur die Hauptmission, ne? Nö, wir haben noch Ratch-Plage und Verletzung der Privatsphäre. Athenas und hier findet Terry, wo ist das? Die Ratch-Plage, mach ich mal an. Atlas Hauptquartier. Na dann, ja, ab zur Schnellreise. Jo. So, Atlas Hauptquartier. User joined your channel. User left your channel. Okay. Gerade ein Übergang. Oh, hier ist die Schnellreise. Ich hab's rausgefunden. Ich komme noch nicht ganz klar damit. So. Wie ist es an einem Menü? Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um den Kurs hier zu setzen. So, ab ins Hauptquartier. Also die Bankschließfächer wieder. Wir können mehr aufmachen jetzt. Ah. Ne, jetzt sind immer noch alle gesperrt, scheiße. Oh. Ja, stimmt. Also aus, weil sie alle grün waren. Ja. Da gibt es bestimmt auch noch eine Mission für. Ja. So, wir müssen noch hin. Mal quer durch, fürchte ich fast. Hallo? Mehr Brocken. Ja, einmal quer durch, das ist wohl wahr. Hopp, falsche Richtung. Da ist aber auch gerade keiner. Kommt die? Ah. Komm noch, wa? Alle Herausforderungen gemacht, ja, was? Ja. Muss mal ganz kurz hier oben langlaufen, das ist, habe ich noch nie aufgedeckt. Das ist ruhig hier. Oh, hier ist eine große Kiste. Was, große Kiste? Ja, da ist ja nur Schrott drin, eigentlich. Auf dem Level hier. Ja gut, das stimmt wohl auch. Ruhig hier, Batterie. Oh. Hier geht's hoch. Die ganzen Tresore werden hier übersehen. Ja, schön voll im Geld, wa? Ja. Dann könnt ihr ja alles mir geben, was ihr habt. Kleine Nebenmission, ne? Ja, und Geld ist Geld. Du was aussammelst, kriegen wir doch auch was, richtig? Ja. So, dann muss ich das mal ausstellen. Ja, Moment. Jetzt haben wir auch mal was. Oh, Munition. Large hier. Ja, haben
Na, jetzt kommt man der Sache ein bisschen näher. Ihr Badasses. Stimmt doch was nicht hier, oder? Ausgestorben. Ja gut, das ist ja das Hauptquartier, ne? Wir hatten ja einmal gesäubert. Ich denke mal, das wird dann ruhig bleiben. Aber wenn jetzt hier wieder wer wäre, wäre es ja ein bisschen ungünstig. Treppen hoch, Leute. Oh, wie haben wir hier Treppen denn? So. Wie ein Tier. Sieh dich um. Vielleicht liegt irgendwo ein Terminkalender rum. Eine Geheimtür? Terry ist ein Hausmeister. Was für Geheimnisse kann er haben? Ach, sag lieber nichts. Jede mögliche Antwort ist erschreckend. Oh, das ist eins der alten Skunkworks-Labore. Ich habe es dicht gemacht nach all den Vorfällen. Es klang jetzt gruselig, aber es waren nur Papierschnitte. Das Gesundheitssystem von Promethea ist ein Albtraum und es war einfach billiger, das Labor zu schließen. Jetzt bin ich nervös wegen der Papierschnitte. Schau dich weiter um, während ich meine kleinen Gummifingerhüte suche. Mein Freund ist krank und ich muss ihm helfen. Ich weiß, ich bin nur ein Hausmeister, aber ich muss... Hallo? Terry? Ist es sicher? Hallo? Wer ist da drin? Du bist nicht Terry! Wo ist er? Was hast du mit Terry gemacht? Er sollte mich rauslassen, wenn es sicher ist. Hat dich dieser Terry da gefangen gehalten? Was? Nein. Er hat mich hier eingesperrt, um mich vor den anderen zu schützen. Er wollte mich rauslassen, sobald die Luft rein ist. Aber es ist schon eine Weile her. Ich hoffe, es geht ihm gut. Könntest du mich hier rausholen? Die Türsteuerung befindet sich auf der anderen Seite der Scheibe. Ja, genau da! Das ist die Türsteuerung! Okay. Ah, guck mal, was da kommt. Dein Weg ist hier zu Ende. Oh. So schwach, Schlappschwanz. Das ist natürlich cool. Ja. So. Was die mit den Blitzen übergreift auf die anderen. Das muss ich ja noch mal treffen, wenn ich auf eine schieße. Doch, die Schrotflinte gefällt mir. Diese Ratches sind irre. Du musst sie erledigen, bevor ich rauskomme. Ist ein ziemlich großer Ratch drin. Brauchst du nicht rein? Nee. Wo ist denn da ein großer Ratch? In der Mitte, in dem Käfig. Oh ja. Ein paar Königinnen. Befruchtetes Ratch-Ei. Die können auch noch fliegen. Das ja auch. Die können sich auch verdingsen, oder? Ja. Oh, die. Oh, Scheiße. Nicht Jo, Alter, der ist ja... Steckt dann schon was weg, ne? Der frisst auch schon wieder. Ich soll, dass man ein bisschen eingefroren wird. Jo. Das läuft aber weg. Aber auch nicht was fallen lassen. Ja, zwar nur weißes Zeug natürlich, aber... Naja.
Immerhin. Immer alles her. Alles Bargeld. Alles Pinunze. So sieht's aus. Echt, muss sagen, strohflittentechnisch echt angetan. Schön. Ja, ne? Vielleicht finde ich auch mal einen. Wieder draußen zu sein. Na los, sag hallo. Sollen die eher nicht wieder rumrennen, oder? Wie gesperrt. Dann hast du schon drauf gedrückt. So. Das ist Glenn oder das ist Terry? Ich glaube, das ist Glenn da hinten. Tatsächlich, das ist Glenn. Verdammter Mist! Du bist ein Wretch! Ja, dank meinem Freund Terry. Er hat mir das Leben gerettet. Komm schon, wir müssen ihn finden. Ich vermute mal, der im Käfig ist bestimmt Terry. Mhm. Und der wird gleich sauer und dann sterben alle. Außer wir. Genau. Oh, oh. Also, nur Glimmer. Oh nein, Terry! Ach nee, doch okay, nicht. Okay, sag mir, was los ist, oder ich fange an auszuschlagen. Terry war mein bester Kumpel. Als mein menschlicher Körper krank wurde, schwor er mich zu retten. Der Bart? Er nahm an einigen Econet-Kursen teil und fand dieses Labor. Und schon bald hatte er herausgefunden, wie man menschliche Gehirne in Wretches implantieren kann. Alle anderen Wretches hier sind fehlgeschlagene Experimente. Terry musste den Hirntransferprozess testen, bevor er ihn an mir ausprobiert. Dafür benutzte er Banditen und Maliwan-Soldaten. Schnell! Unsere einzige Chance, Terry zu retten, ist es, sein Hirn in einen Wretch zu verpflanzen. Nein, du musst nicht. Okay, es passiert wirklich. Nimm jetzt sein Gehirn, damit wir ihn wiedererwecken können. Toll, der Hirntransfertank ist unten. Ach, aber Garys Käfig ist im Weg. Hey, Gary! Ich werde dein Gesicht essen. Ich werde die Haut deiner Mutter wie einen Kimono tragen. Ich fütter dich mit deinen eigenen Kindern. Das ist ja ziemlich ungehalten. Gary, wie er leibt und lebt. Ein Maliwan-Kriegsverbrecher. Ich glaube, er hat früher Leute gegessen. Leg diesen Schalter um, damit sein Käfig runterfällt und wir zum Transfertank kommen. Soll ich mal den Schalter umlegen? Dann leg mal was um. Dann legen wir ihn auch um. Ich bin frei! Hm? Ich werde deine Seelenmilch trinken. Ich hab's irgendwie befürchtet. Ich werde dich mit deiner eigenen Zunge füttern. Hey, Gary ist rausgekommen. Ich bleib hier oben. Könntest du ihn vielleicht töten und diese Hirntransfer-Sache machen? Das ist er doch. Ja. Dann lass uns mal runter. Oh, wo kommt er her? Ist durch die Abwasser hier geflutscht. Einfach erschießen und mir später danken. Transferiere ihn mal. Alles klar, da ist bereits ein frischer Wretch drin. Ich weiß nicht, wie Terry die Hirne rausbekommt, aber ich habe gesehen, wie er neulich einen Eisportionierer geschliffen hat. Okay, ich hau einfach auf die Tasten und dann funktioniert diese Hirnübertragung hoffentlich vollautomatisch. Tja, einfach. Volle Kiste hier. Terry, ich bin's, Glenn. Kannst du mich verstehen? Anscheinend nicht. Bisschen was schief gegangen, ne? Schwierigkeiten, sich anzupassen. Versuch mit ihm zu reden. Erinnere ihn daran, dass er ein Mensch ist. Hey Mann. Manchmal ist das Leben wie ein Wretch. Und jetzt bist du ein Wretch. Ach, und darum Marlin? Weißt du, dass du lebst. Irgendwie. Am Leben? Ich... Glenn? Ich bin am Leben. Und ich bin ein Wretch. Du hast mich zurückgebracht. Ich bin am Leben! Terry, wir haben es geschafft, Kumpel! Wir haben überlebt! Hey Retter, ich habe ein Dankeschön für dich. Okay, ich habe das kleine Gummiding gefunden, das man über den Daumen zieht und du wirst nicht glauben, wo... Wow! Ein
Sprechender Ratch! Ich bin nicht auf dem neuesten Stand, oder besser? Hm? Nein, sag nichts. Glaubwürdige Bestreitbarkeit. Ich werde einfach ein paar Chefsachen machen und in die andere Richtung schauen. Wir haben diesen coolen Atlas-Waffenprototypen gefunden, als wir ins Labor zogen. Aber er funktioniert nur mit, du weißt schon, Händen und so. Viel Spaß damit. Glenn, du hast es geschafft! Du hast mich zurückgebracht! Was denn dafür? Ja, Mann, ich wollte dich nicht tot auf dem Boden zurücklassen. Richtig. Ich hab deinen Körper gegessen. Entschuldigung. Nein, 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 ich verstehe das total. Ich hätte jetzt auch Appetit auf etwas Menschenfleisch. Ratch, Freunde fürs Leben, Mann! Ratch, Freunde fürs Leben! Ja, ich schieße den Arm Glenn nicht. Gab's hier nicht noch irgendwas? Ein Fisschen? So, habt ihr schon weggemümmt. Nein. Hat nicht mal was gesagt, dass es hier ein Kistchen gab. Ach, da war auch nichts zu erwähnen. Schleicht er sich immer um die Ecken und stopft sich ganz klammheimlich die Taschen voll. Drei grüne Pistolen. So, bringt uns weg. Wohin? Nach Athenas, oder? Wer dabei? Jo, ich hab die Zielkoordinaten eingegeben. Ich, Viel besser, ne? Athenas. Da halten Sie sich bereit. Wo müssen wir hin nach Athenas? Mission habe ich angestellt. Wo anfangen kannst du gehen? Wird nichts angezeigt, aber okay. Ich leite mal die Reise ein. Auf geht's. Wuhu! Auf nach Athenas. Jetzt wird's angezeigt. Oh. Ihre persönlichen Sachen finden oder sowas, ne? Von der Kleinen. Jo, einfach Sachen. Das ist mein Zeug! Was zum Geier? Wenn Malibon mein Zeug klaut, musst du es zurückholen! Ich hätte mein Zeug nicht einfach herumliegen lassen dürfen, als ich noch... Bevor ich Maya traf, besaß ich nur Dinge, die ich bei mir tragen oder verstecken konnte. Ich dachte wohl, Athenas wäre irgendwie anders. Ich verkaufe noch ein bisschen was. Ach so, ja, ist eine gute Idee. Obwohl, so viel habe ich ja nicht abgekriegt. Ja, ich habe auch nur weißes Zeug, aber... Besser ist es, ist zu verkaufen. Haben wir hier? Jetzt bräuchte ich aber echt mal was Vernünftiges, ey. Oder schon los, ne? Nee. Bräuchte ich echt mal was Vernünftiges langsam. Und einen vierten Waffenslot und also ein Zeug. Wann kommt denn das alles? Aufgeregt. Ganz aufgeregt. Na, spielt denn hier schon wieder rum? Trecker, ja. Nachher, ne? Die das dann markiert. Jo. Auch schon mal ausprobiert, geht eigentlich. Klar, ist ein bisschen schwierig damit. So. Oh, da kannst du dich in einer Ecke verkriechen und schießt einfach in die Luft. Ne? Ja. Schlecht, aber. Ja, ein paar Sekunden lang hält das irgendwie, ja. Was ich bloß gegen was für Gegner das so Sinn macht. Eingesammelt. Scheiße! Mein Notizbuch! Du musst auf jeden Fall mein Notizbuch retten! Wenn das rauskommt, muss ich sterben! Da stehen meine total geheimen Notizen drin! Wagen dein Ründchen, was? Putzen wir auseinander. Hier ist jemand mundgerecht serviert.
Und Stürmer. Ja, was, wo? Das ja. Hat sich schon erledigt, der Frontstürmer. Wie rasch wird das? Ah, jetzt geht die Butze hier auf. Ah. Komm mal auf die Bude. Nein! Wo ist das? Wo ist mein Notizbuch? Hey, los. Ich bin Private Beans. Hört mal kurz auf, Häuser zu verbrennen und hört euch das dämliche Tagebuch dieser Emo-Braut an. Zu lustig. Hier, hört zu. Auf der Flucht. Tag 1. Ich glaube, meine ganze Familie ist tot. Was soll ich nur tun? Noch mehr. Das ist nicht... Das geht nicht. Kammerjäger, du musst was unternehmen. Finde ihn. Tag 3. Meine Familie fehlt mir so sehr. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre mein Herz eine Faust, die ein Stück Stacheldraht ganz fest umklammert. Es tut so weh, den Draht festzuhalten, aber ich habe Angst, ihn loszulassen, weil ich ihn dann nie mehr zurückbekomme. Heul, schnief. Da geht's nicht um mich. Das ist nur ein Song, den ich schreibe. Es geht um Politik. Ihr, das glaubt mir keiner, oder? Vergiss es, finde den Typen, bevor er meine Geheimnisse entdeckt. Private B. Dann finden wir mal den Private. Mhm. Lass mal die Hammelbeine lang. Dann reißen wir die Beine aus. Mr. Beans. Dann müssen wir uns das mal durchkämpfen wieder. Wo kommt er denn her hier? Oh, die Kreuzer da, ist ja schön. Oh oh. Ein schwerer Pyro. Jo. Aber der friert sich gerade den Hintern ab. Ist wieder alles nachladen. Das Problem kenne ich. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Und Bett erst noch hier. Doch mal gut. Was denn jetzt? Was will er denn jetzt hier? Der muss viel mehr trainieren. Das ist hier immer gegenseitig zu Tode schocken. Im Eck war doch die Kiste, ne? Jo. Aber wahrscheinlich außer Level 16 Waffen nichts gewesen, ne? Ja. 59 mal 2? War nicht so schlecht, oder? Ach ja, beschämt, beschämt. Bisschen schon. Alles liegen gelassen. Klopft euch die Taschen voll. Wir haben mal wieder so ein Beutetink hier. Aber lange nicht, ne? Ja. Wo ziehen wir jetzt mal ein bisschen was raus? Ja, kommt ein bisschen was raus. Die ganzen letzten Kisten hier, diese
Herausforderungskisten, die waren ja auch alle. Wart. Nimm mal den Zettel mit. Scheiße, er reißt Seiten raus! Heb sie auf, aber lies nichts davon! Okay, okay. Tag 11. Ich lebe jetzt in einer Gasse. Sie ist warm genug, um die Nacht zu überstehen, weil sie dort alle 20 Minuten ein Druckventil zur Entlüftung der Kanalisation öffnet. Das Chick hat in einer Furzhöhle gehaust. Sie hat alles verloren. Hey, das war nur ein Gedicht. Die Kanalisation ist nur eine Allegorie für Jungs. Langweilige Dichtungen. Nicht real. Nur ein erfundenes Gedicht. Ich meine es ernst. Finde den Kerl. Nein. Oh, ich bin zu kurz gesprungen. Nein, ehrlich? Hallo, Fall! Grandios. Willkommen zurück. Wir haben dich vermisst. Oh, komm. Noch ganz hinten wahrscheinlich, ne? Oh, beste Ware hier oben drin. Was denn da? Ja. Geh schon mal alleine weiter. Ja, hier ist auch nichts mehr für dich über. Nichts für ungut. Warte, zwei Sachen drin. Die sind schon aufgeteilt. Ich hab dich schon wieder vergessen. Bist du denn der Lock da in der Ecke hockt da? Jetzt geht's abwärts. Hier ist ein Schützenmatt. Weiß es? Entschuldigung. Ich denke, alles ist Bargeld. Von zwei Minuten ist noch alles einsammeln, ist Bargeld. Naja, auch wieder wahr. Bei hier frei halten, nicht, dass da was Dickes kommt. Und die ganzen Taschen voll weißer Scheiße haben. Oh. Na, ich mach mal einen Adler. So. Jetzt? Nix. Hast du erstmal eine schöne Kiste reingelötet da? Ja. Könnte ich mich noch dran erinnern. Ich bin beim nächsten Halt von Bord gegangen mit seinem Raumanzug. Den habe ich dann verkauft. Ich brauchte was zu essen. Ring, Ring, hallo, wir verkaufen Bindungsängste. Oh, du hast schon alle. Pech für mich. Nein, so war das nicht. Ich wollte nicht. Ja, weißt du was? Halt die Fresse, Wichser. Kammerjäger, ich meine es tot ernst. Du musst ihn finden. Das ist wirklich wichtig. Tag 939. Warum bin ich nur in dieses blöde Kloster gegangen? Die beschissenen Mönche stinken wie Gouda und ich habe wirklich jeden Käse gesehen, seit ich hier bin. Es gibt da so eine Tussi mit blauen Haaren, die öfter am Markt rumhängt. Sie hat eine total coole Maliworn-Waffe. Vielleicht kann ich ihr etwas stehlen und das gegen die Waffe tauschen. Oh, oh, na, hoffentlich hören keine Mönche zu. Ich bin so enttäuscht von dir, Kind. Bruder Mendel, ich wollte mich nicht über euren Käsegeruch lustig machen. Das ist doch scheiße. Stinkender Gouda. Ah, ob der dicke Endgegner hier in der Ecke nochmal kommt? Ein anderer wird meinen Platz einnehmen! Ja,
Komm da. Komm her. Miese Form, das ist mal klar. Eingefroren. Was ist da wohl? Nehmt, was ihr kriegen könnt. Nicht viel. Nö. Ja, viel ist auch nicht rausgefahren, sondern nur so viel aus, ne? Ja. Ist irgendwie noch ein so ein Spaßvogel. Wo ist denn der hier? Unten. Unter der Brücke quasi. Ne, hier hinter. So, ja. Hat sich erledigt, der Gute. Ja, hat sich zerfetzt halt. Sind wir hier irgendwie, sind wir falsch oder sind wir richtig? Ja, wir sind falsch. Nee, nee, hinten lang. So, sieht ja so komisch aus. Ja. Scheiße. Fette Kiste. Nur Scheiße drin. Ja, wirklich nur Scheiße. Machst dir den Kühlschrank auf, grinst sich eine Ratch an. Ach, springen wir einfach zum Ende. Moment, was ist denn das auf dem Einband? Eine Karte zum Schlüssel eines supergeheimen Waffenlagers? Lonis! Oh, ich hab dir doch gesagt, dass da wirklich wichtige Notizen drin stehen. Er wird sich den Schlüssel zu den Waffen holen und dir alles in die Luft jagen. Ich schicke dir die Koordinaten des Schlüssels. Dort wirst du ihn finden. Du musst ihn ausschalten. Stellt euch das vor. Das Chick ist so allein. Sie hat niemanden. Sie kann keinem trauen und lebt in einer Furzhöhle. Oh, kannst du den Typen bitte umbringen? Das müssen wir an die anderen machen. Ja. Und zwar im nächsten Mal. Echt? Ja. Würde ich sagen, oder? So lange schon wieder unterwegs? Ich bin doch schon gleich da. Wollen wir ihn noch töten, oder? Wir töten ihn noch kurz. Wird nicht lange dauern. Minute oder was? Ist das erledigt hier? Sagte er und starb. Oh oh. Oh, Ah, hier sind ein paar. Wenn du meinst. Okay, 2 Minuten. Oh, oh. 3 Minuten. Halt dich erstmal bis hoch. Na ja. Ich hab doch gesagt, 3 Minuten. Nein. Renne ich auch noch. Alles nachladen, ey. Weil. Ich hab noch Private Beans hier rum. In hier in der Ecke. Ach, hier ist der Private. Ich hab mich ein bisschen um Private Beans gekümmert. So. Hol dir den Schlüssel, Kammerjäger. Diese
diese Waffen sind nicht mehr sicher. Und voll, kann nichts mehr nehmen. Weiß, wo die nehme ich nochmal ein bisschen Kram mit. Das war's doch schon. Bist du, guck mal, sag ich doch 3 Minuten. Nur noch die Taschen vollstopfen hier hinten und dann. Dann läuft's. Dann läuft's. Lass mich auch was reinstopfen in meine Taschen. Geile Sache. Das Versteck ist ganz in der Nähe. Oh, da unten, ich sehe es. Das ist die Kiste. Nee. Siehst du so? Unten auf dem Vorsprung. Ja. Muss man hinzupacken mit so einer Kiste? Dann wahrscheinlich ganz vorsichtig runter. Ich bin froh, dass die Waffen jetzt in guten Händen sind. Kannst du mir dann mein Zeug zurückbringen? Level 17, toll. Ja, da habe ich mir was abgekriegt. Es waren ja auch nur 2 Sachen drin, weißt ja, wie das ist. Das stimmt wohl. Was kommt für Surft? Und jetzt? Jetzt sind wir fertig, jetzt müssen wir nur noch zu ihr hin, aber das ist ja dann Kleinigkeit in der nächsten Folge. Ja, würde ich sagen. Ne? So sieht's aus. Bisschen. Was gut hier mit dem Blick auf die Welt von Athenas. So ist es. Ne? Bis dann. Tschüss.